Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema elektrische Lenkradverlegung. Dieses Problem hat oder betrifft die meisten E-Serienfahrzeuge, E90, E60, 1er, die eine elektrische Lenkradverriegelung haben. Irgendwann wird jedes Fahrzeug das Problem bekommen. Viele Probleme, die die Fahrzeuge haben, können wir aus der Ferne lösen. Dabei schicken wir euch so ein Kabel zu. Wir können über das Kabel von hier aus auf das Fahrzeug zugreifen, Diagnosen durchführen, Fehler suchen, Updates durchführen, Codierungen. Interessant ist es für diejenigen zum Beispiel, die ein Fahrzeug vorhaben zu kaufen und wissen wollen, was sie kaufen. Wir prüfen die gesamten Komponenten des Motors, des Fahrzeugs, des Getriebes und ihr habt schwarz auf weiß, was ist mit dem Fahrzeug los und gleich eine Handlungsempfehlung bzw. ungefähr ein Angebot, was das kostet, um das entsprechend instand zu setzen und eine Verhandlungsgrundlage an den Verkäufer. Oder ihr habt ein Fahrzeug und wollt nicht viel Geld investieren in teure Reparaturen, kann man das genauso machen. Das heißt, man prüft die einzelnen Komponenten und dann, wenn es irgendwo Handlungsbedarf besteht, dann kann man sich eine Werkstatt in der Nähe suchen, die einem halt hilft. Dieses Problem, was wir hier haben, kann man leider so nicht lösen. BMW hat früher das so gemacht, dass sie alle Komponenten, die die Lenkradverriegelung betroffen hat, das heißt die elektrische Lenksäule, die Wegfahrsperre und das Motorsteuergitter, haben die komplett ausgetauscht, inklusive aller Schlüssel. Das findet man auch in den vielen Foren, Erfahrungsberichte von vielen BMW-Fahrern. Dabei lag man preislich ungefähr um die 3.500 Euro. Ne? Mittlerweile macht BMW das etwas schlauer. Das heißt, die tauschen nicht mehr alles auf einmal aus, sondern die tauschen das Stück für Stück aus. Das heißt, erstmal fangen die mit der elektrischen Lenksäule an. Liegt hier ungefähr bei 1.000 Euro. Wird natürlich das Problem dabei nicht gelöst. Dann geht BMW weiter mit Wegfahrsperre mit Schlüsseln. Seid ihr ungefähr nochmal bei ungefähr 1.000 bis 1.500. Und im Endeffekt endet das alles im Motorsteuergitter. Und dann ist das Problem natürlich gelöst und ihr habt nur ein Jahr Garantie, nachdem ihr 2.500 Euro bezahlt habt. Das heißt, wenn man schon angefangen hat zu investieren, dann will man natürlich das Problem halt auch lösen und dann investiert man halt weiter. Wir haben dafür eine finale Lösung. Das heißt, wir haben eine endgültige Lösung. Ihr bezahlt einen bestimmten Betrag und das Problem ist für immer beseitigt. Das heißt, natürlich habt ihr eine Garantie, aber wir haben da im Endeffekt mehrere Optionen. Die eine Lösung, die halt nachhaltig ist, ist und für immer, ist so, dass man die elektrische Lenksäule deaktiviert, wie bei den neuen Modellen. Das heißt, jedes neue Modell hat keine elektrische Lenkradverriegelung mehr, weil dieses System hat sich einfach nicht bewährt. Hat man zum Beispiel einen BMW X5 aus 2007, 2008, 2009, hat das Fahrzeug ebenfalls keine elektrische Lenkradverriegelung mehr. Deswegen gibt es auch Fahrzeuge halt ohne. Wir haben auch die Möglichkeit, ein älteres Fahrzeug entsprechend zu modifizieren, dass es keine elektrische Lenkradverriegelung hat. Dadurch habt ihr natürlich das Problem für immer gelöst. Was nicht existiert, kann auch nicht kaputt gehen. Für diejenigen, die gerne eine elektrische Lenkradverriegelung haben wollen, haben wir natürlich auch eine Lösung. Das heißt, wir können das Problem instand setzen. Ihr bekommt genau wie bei BMW ein Jahr Garantie, nur es kostet natürlich deutlich weniger. In allen Fällen brauchen wir verschiedene Sachen von euch. Wir brauchen in jedem Fall von euch die Wegfahrsperre mit einem Schlüssel, das ist ganz wichtig. Und wir brauchen auch das Motorsteuergitter, denn im Motorsteuergitter ist ebenfalls die elektrische Lenkradverriegelung gespiegelt. Das heißt, wenn wir nur die Wegfahrsperre alleine haben, dann übernimmt später, sobald ihr das eingebaut habt, der Zähler das, was er im Motorsteuergitter vorher hatte. Bei der elektrischen Lenksäule ist es davon abhängig, ob sie bei euch fest ist oder noch sich frei drehen lässt. Wenn die sich noch frei drehen lässt, dann brauchen wir die elektrische sozusagen Lenksäule nicht. Wenn die verriegelt ist, dann müsst ihr die ausbauen und uns zuschicken. Der Ausbau ist auch relativ einfach. Wir haben hier vier Schrauben, 1, 2, 3, 4 und eine Hauptschraube hier. Dann könnt ihr die einfach komplett ausbauen und das war's. Je nachdem, wie bei euch die Problematik ist. Es gibt Fahrzeuge, wo die Lenksäule noch auf und zu geht, aber die Lampe halt noch leuchtet. Bei diesen Fahrzeugen wird das in der nächsten Zeit passieren, dass die elektrische Lenkradverriegelung gar nicht mehr funktioniert. Daher sollte man die Chance nutzen und das, solange die Lenksäule noch nicht verriegelt ist und man die nicht komplett ausbauen muss, das Problem beseitigen. In dem Fall macht ihr Folgendes, bevor ihr das zu uns schickt, ihr lässt die Lenksäule sozusagen offen, dass sie entriegelt ist und klemmt dann die Batterie am besten ab. Das heißt, dass die Lenksäule im verriegelten Zustand oder entriegelten Zustand sozusagen bleibt. Oder ihr zieht einfach den Stecker von der elektrischen Lenkradverriegelung oder der ganzen Lenksäule, solange sie noch entriegelt ist. Und dann baut ihr die Wegfahrsperre mit dem Schlüssel aus und das Motorsteuergitter. Das Motorsteuergitter befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite, also in dem Bereich. Die Wegfahrsperre befindet sich im Fahrerfußraum.
Das ist relativ einfach und kann im Endeffekt jeder auch ausbauen. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch am besten per E-Mail mit ein paar Daten und dann können wir euch behilflich sein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.